Hallo meine Liebe, ich begrüße ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ja, wie ihr seht, sitzen wir im Auto, also Patrick, Lara und Luisa. Philipp ist auch dabei. Und wir gehen jetzt freitesten. Heute ist der Tag, wo wir uns freitesten können. Der Papa, der war schon Sonntag, genau. Heute ist Mittwoch. Und bei Papa hat es leider nicht geklappt. Sein Wert war nämlich noch zu niedrig. Das heißt, er ist jetzt seine vollen 10 Tage in Quarantäne. Und ja, wir haben halt heute die Möglichkeit, uns freitesten zu lassen. Und sind auf jeden Fall gespannt. Heute ist bei uns halt 5. Tag und da wäre halt die Möglichkeit, dass wir mal gucken, wie es ausschaut. Ja, es kommt dann auf unseren CT-Wert an. Wenn der über 30 ist, dann sind wir frei, auch trotz positiven Tests. Aber dann sind wir nicht mehr ansteckend, deswegen werden wir dann frei. Naja, mal gucken. Das Ergebnis bekommen wir dann sowieso morgen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich auch. Du bist auch zu Hause. Also warst ja nur zu Hause. Ich war schon zu Hause. Ich habe euch schon erzählt, Mama hat es ja schon probiert, es frei zu testen, aber hat es nicht geklappt. Nö. Ja, aber wir fühlen uns auf jeden Fall schon topfit. Man hört halt noch ein bisschen Husten, aber also, so, alles tippitoppi. Der Papa ist sogar schon richtig fleißig. Jawohl, heute wird was von Hüller gedreht. Der putzt hier die Scheiben und macht auch was für Instagram. Mhm. Ganz fleißig. Als Frau freut man sich. Muss kurz raus. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es hat mir angesteckt. Was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wegen dem Fensterputzen. Der Papa putzt jetzt gerade die Fenster. Yay! Was muss, freut man sich, ne? Wenn der Mann gerne mit dem Hühler spielt und die Fenster sauber macht. Na gut, mein Lieben. Ja, wir waren ja jetzt testen. Die Lara hat, während wir weg waren, auch von der Nachbarin die Hausaufgaben nach Hause bekommen. Die Lehrerin schickt immer die Sachen, die sie in der Schule machen oder die Hausaufgaben immer mit den Kindern hier mit, damit die Lara auch natürlich weiterkommt und ihr Sachen machen kann. Und da die Lara sich ja auch wohlfühlt und überhaupt nicht mehr krank ist, macht sie ihre Hausaufgaben. Und das werden wir jetzt gleich machen. Papa, wo hast du hingestellt? Was habe ich gemacht? Wo sind die Hausaufgaben? Keine Ahnung. Im Vorraum, glaube ich. Ah, die Lara macht die Hausaufgaben mit einer Sanduhr. Das heißt, let's go. Hast du schon einen Stift? Ja, schon längst. Gut, dann 1, 2, los. Das ist einfach nur so ein bisschen eine Motivation, weil die Lara ist eine kleine Träumerin. Die guckt dann immer gern herum und so, gell? Du musst jetzt das Tunwort dazu schreiben. Was steht hier für ein Wort? Spinne. Nein, lies. Spiel. Spiel. Was ist das Tunwort dazu? Das Namenwort ist Spiel. Und das Tunwort ist? Spielen. Spielen. Ja, das heißt, du musst Spielen schreiben. Okay? Ich habe jetzt den Kleinen schlafen gelegt, der hält jetzt sein obligatorisches Mittagsschläfchen. Ich habe mir jetzt einen zweiten Kaffee gemacht und werde jetzt ein bisschen Mama-Me-Time mir gönnen, denn meine Nägel schauen aktuell nicht so fresh aus. Also das sind echt kurz und sie brechen ständig ab, das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen werde ich dagegen gleich was tun. Ich bin fertig mit den Nägeln, meine Lieben. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall dem Papa meine Nägel präsentieren. Der übrigens ganz fleißig, während ich hier meine Nägel gemacht habe, die Fenster geputzt hat. Das nennt sich mal faire Arbeitsaufteilung. Da ist die Michelle, die heute ein bisschen später von der Schule gekommen ist. Schaut mal, sie hat sich selber was gekocht. Reicht das? Schaffst du das überhaupt? Darf ich immer. Achso, okay. Das sind ihre Lieblingsspaghetti. Sie macht sich nämlich immer Pasta. Ja. Sind die scharf? Nö. Okay.
Wo ist der Papa? Der Patrick war so lieb und hat jetzt ein bisschen auf den Philipp geschaut, während er schon wach geworden ist. Papa? Ich kann den Papa nicht finden. Deswegen, ja, schauen wir mal, vielleicht ist er irgendwo im Garten oder so. Den Mann gefunden, meine Lieben. Das Applaus für ihn. Er hat die ganze Fenster geputzt im Haus. Blitzen und ich habe mir die Nägel gemacht. Ja. Sophie! Sophie! Oh, Sophie, kannst du mal bitte? Alle wollen Knutti Wutti. Wow! Wer geht jetzt Gassi mit mir? Komm, Gassi! Die Bälle hast du wieder gesehen. Gassi? Gassi? Wir sind jetzt mit der gesamten Truppe Gassi, also zu zweit natürlich. Alleine würde das nicht gehen. Mit 5 Hunden, das wäre schon sehr, sehr anstrengend, sag ich mal so. Na, so weit gehst du nicht runter, Madame. Mo. Ja, ja. Mo. Papa wird von so. Alle nur in meine Ohren. Wie viel Platz? Kann man hier übernachten? Und schön haarig. Kann man bei denen die Ohren übernachten? Das schaut so angenehm aus mit Haaren und so. Mädels, gehen wir zurück? Girls. So, gehen wir, Girls. Girls. Den ganzen Weg sind wir gegangen, seht ihr? Wir sind schon beim Abendessen, meine Lieben. Ich hab schon voll vergessen zu filmen, weil wir so hungrig waren, jetzt beim Essen zu bereiten. Wir waren so richtig, ey. Was machst du aber nicht? Warten, ist das nicht fertig? Jeder holt's raus. Ja, jeder isst hier was anderes. Ich habe mir Nudeln mit Käse gemacht. Der Papa isst noch Reste. Sorry. Das haben wir mal gekocht. Der Philipp rebelliert. Patrick isst Chicken Wings. Michelle hat schon gegessen. Ich habe Spaghetti Diabolo gegessen. Papa, passt auf sonst. Ich verbrenne meine Haare nicht. Chris. Ich kann ein Shrimp-Bildschirm aus der Familie. Oh, shit. Ein Shrimp. Du hast doch lecker. Magst du noch einen? Papa. Aber Papa. Was kannst du mir auf einen extra Teller geben? Ja, sicher. Danke. Papa. Ein Mini. Oma, ich habe auch Shrimp gemacht. Keine Mini-Teller mehr. Aber deswegen. Warum haben keine kleinen? Ganz Mini. Ist kaputt gegangen. Alle? Jo. Wer hat dich kaputt gemacht? Was haben die Zeit? Die kleinen Teller, sie meint die Kaffeeteller. Wir haben schon gegessen. Die Mama mit den Kleinen ist jetzt im Schlafzimmer, weil der Kleine müde war und muss schlafen gehen. Ich bin jetzt im Wohnzimmer, ich werde jetzt ein paar Wäsche machen. Der Patrick geht jetzt unten, er muss jetzt lernen für die Matura. Und ja, ich werde mich jetzt mit der Wäsche austoben. Wenig ist es nicht. Ich glaube, wir haben ca. 5 Körbe, aber das wird ja schnell gehen, weil das sind große Sachen. Das schaffe ich schon alleine. Ich habe schon einiges an Wäsche gefaltet, also die 2 Körbe sind schon gefaltet, das gehört die Lara, das gehört die Mama und da auf dem Tisch natürlich sind auch einiges gefaltet, das gehört die Luisa und ich habe noch einen Korb zum Falten und dann bin ich komplett fertig, ich zeige euch. Also dieser Korb ist noch zum Falten,
Der andere Korb ist mit Socken und Unterwäsche, das lasse ich dann für beim anderen. Ja, ich habe mir jetzt noch eine Serie eingeschaltet, und zwar Ozark. Ich liebe die Serie, das ist wirklich so schön. Das ist die neue Staffel, die ich mir gerade anschaue. Ja, ich werde jetzt noch diese Wäschekorb halten, den Film anschauen und auch jetzt den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.